Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Psycheskin. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video heute auf dem Kanal, in dem wir wieder mal bei uns auf der Minecraft One Block Insel sind. Sollte es wieder mal, keine Ahnung, wie das so immer zustande kommt, wieder mal extrem scharfe Laute geben. Manchmal kommt mir das irgendwie so vor, dass man so richtig hart scharfe Laute, also so Schiff oder bei so irgend sowas hört man manchmal so harte Laute. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, an was das liegt. Vielleicht brauche ich hier so einen Filter. Also ich weiß wirklich noch nicht und dafür entschuldige ich mich schon mal im Voraus, falls das passieren sollte. So, jetzt war ich aber das letzte Mal gerade dabei, hier eine Baumfarm zu bauen. Und die bringt jetzt mir schon den ersten mehr oder weniger Ertrag. Und es war auch irgendwie schau, das mit Slabs zu bauen, weil hier spawnen keine Monster. Und ich komme hier ganz leicht an die Bäume ran. Das ist schon ziemlich gut. Warum spawnt hier eigentlich eine hohe Birke? Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit dafür? Ist jetzt nicht wichtig. Nämlich hätte ich heute vor, sollte ich irgendwie wieder an Wasser kommen, was ich reglichst hoffe, ein erstes Feld zu bauen. Aber bis dorthin muss ich mich mit Äpfeln und den Kollegen hier begnügen. Ah ja, noch eine ganz wichtige Sache. Hier unten haben wir ja schon einige. Aua. Hier unten haben wir schon einige Viecher rumstehen. Falls sich irgendwas ergibt, werde ich vielleicht auch hier nochmal vergrößern. Aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Oh mein Gott. Oh du meine Güte. Hilfe. Hilfe. Uff. Er kann mich nicht sehen. Das ist richtig. Boah, Leute, das war gerade so richtig. Richtiger Herzinfarkt. Richtiger Herzinfarkt. Also, Leute, ich kann mich schon mal auf gewisse Amigos gefasst machen, die hier spawnen. Aber, Leute, positiver Aspekt. Ich weiß jetzt auch, dass sie mir nichts anhaben können. Das ist schon mal von Vorteil zu wissen, dass der Creeper jetzt nicht jeden Moment hochgeht. Und noch ein bisschen nette Gesellschaft. Hallo, mein lieber Nachbar. Hallo, meine lieben Nachbarinnen. Das sind zwei. Hallo, meine lieben Nachbarinnen. Sterb. Ich mag Nachbarn nicht so gerne, weil meine Nachbarn, die sind nicht so nett. Na, sehen Sie? Hallo? Ja, und Nachbarn, die. Ja. Ich. Tschüss, Nachbarn. Oh, noch ein kleiner Amigo. Oh, ich habe gerade gedacht, ich finde es so gut, dass die nicht zünden. Also ich bin richtig froh drüber. Und viel Spaß erstmal, nicht? Ja, geschieht dir recht. Dafür, dass du mich schon so oft in die Luft gejagt hast. Also so oft in den richtig unnützesten Momenten, egal wo. Am allermeisten hasse ich das, wenn ich auf so einem Server sterbe. Dann denke ich mir so, endlich Diamanten gefunden. Oder, mehr Diamanten gefunden. Kommt drauf an, auf welchem Server. Und dann plötzlich so hinter mir. Dann steht da so der Respawn-Screen. Und dann, wenn man wiederbelebt wird, steht irgendwie so, alles Boden wurde von den Items entfernt. Okay, Leute, ich habe ein bisschen Progress gemacht. Ich habe hier jetzt schon mal 10 Eisen wieder. Das ist jetzt ziemlich viel. Habe schon ziemlich viel Zeug auch in den Kisten abgeladen. Ziemlich viel Rotten Flash, Flint and Steel, Gravel, alles Mögliche in diese Richtung. Ich habe irgendwie absolut gar keinen Bruchstein bekommen. Keine Frage, keine Ahnung warum. Fragt mich wahrscheinlich auch niemand. Ton habe ich komischerweise unter der Erde auch gefunden. Wie auch immer das dann in der Mine oder in der Höhle aussieht. Ja, und jetzt wäre mein erster Plan, gilt mehr oder weniger dem, entweder Tiere zu breeden oder als nächstes, hier mal ein Feld zu bauen. Aber ich habe halt das Problem mit dem einen Wassereimer. Ich
Ich habe nur einen einzigen Wassereimer. Das heißt, ich habe keine unendliche Wasserquelle. Und solange ich die nicht, kriegt man da überhaupt eine unendliche Wasserquelle? Weil wenn nicht, dann ist es eher nicht so gut, weil dann habe ich halt keine unendliche Wasserquelle und damit kann ich auch keinen Cobble-Generator bauen, weil es, stellt euch vor, die einzige Wasserquelle, die ich so habe, verplemper ich so für einen Cobblestone-Generator und dann geht das Wasser, dann habe ich es falsch platziert und dann habe ich einfach so einen Bruchstein statt Wasser. Das wäre dann schon eher bitter, sagen wir mal so. Leute, mir kommt gerade eine extrem gute Idee. Also ich weiß nicht, ob sie so wahnsinnig gut ist, die Idee, aber ich habe jetzt schon einiges an Erde auch noch gefarmt. Ja, das ist der falsche Bereich. Ich habe jetzt sogar einiges an Erde gefarmt. Okay, das ist gerade ein bisschen stark gelegt. Ich habe jetzt sogar einiges an Erde gefarmt. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich da so eine Rampe runter machen soll irgendwo. So ein Rampenfeld, dass ich mit dem einen Wassereimer das ganze Feld bewirtschaften kann. Und wenn ich es gerade nicht mehr brauche, einfach einen Wassereimer wegtun kann. Also ich glaube, das ist sogar eine halbwegs gute Idee. Ich würde jetzt mal mich dann gleich an die Umsetzung dran machen. Aber zuerst brauche ich noch ein bisschen mehr Dirt als das hier. Oh, Leute, Stage Upgrade. Das ist mir gerade ein bisschen dazwischen gekommen, aber Upgrade in 23, 22. Okay, das dauert noch ein bisschen. Ja. Okay, Stage Upgrade in 5, 4, 3, 2, 1. Wintercastle Land with its icy hands. Ach ja, da kann ich ja dann, Dings, Dongs, mehr Wasser rauskriegen, oder? Oder? Man bekommt doch aus irgendeinem Eis bekommt man doch Wasser raus. Aus Packed Eis oder so. Ja. Stimmt doch, oder? Und jetzt bekomme ich erstmal jede Menge Schneebälle. Okay, das ist ein gutes Upgrade. Und ich finde es auch cool, dass wir ein neues Upgrade. Ach ja. Mehr Bäume. Wieder mehr Schnee. Okay, Leute, so wie das jetzt hier aussieht, wird das ziemlich. Oh, ach ja, stimmt. Es gibt ja auch noch extrem viel Dirt hier. Also ist das sogar für unseren Plan extrem ein zuträgliches Ding. Weil ich dachte mir gerade zum Arsch. Packed Ice. Warte. Hey, Packed Ice kriegt man noch normale. Ach nee, ich habe ja keinen Silk Touch. Scheiße. Packed. Warte, was ist das? Was ist das für ein. Packed Eis. Wartet. Packed Eis schmilzt doch normalerweise, oder? Oder? Hä? Das Packed Eis schmilzt doch normalerweise, oder? Okay, Leute. Jetzt fühle ich mich irgendwie bereit mit meinem Dirt. Oder hier habe ich sogar noch ein bisschen was. Werde ich hoffentlich nicht. Ja, so viel brauche ich jetzt vorerst noch gar nicht. Ich werde jetzt mal so einen kleinen Abteil machen. Und da kommt dann ein Feld drauf. Ganz wichtig, was ich alles brauche. Ich brauche auch ganz. Oh, ich habe gerade noch so ein Viech getötet. Also. Ja. Ich brauche auch noch ganz wichtig einige. Achso, kann sein, dass ich ein bisschen dumm bin. Ja. Kann sein, dass ich ziemlich dumm bin. Ja, ich brauche noch einige Fackeln, weil sonst habe ich ein kleines Problemchen. Außerdem kann ich die gesamte Kohle mal hier schön in den Ofen abladen. Und ich würde sagen, wo wäre ein gutes Plätzchen? Ich würde sagen, hier sind die Tiere, hier ist das Lager. Ja, ich würde sagen, hier so. Das ist richtig schwer. Ah, ich würde hier jetzt einfach auf der Seite so schräg runter. Geht das? Ich würde es jetzt einfach mal so machen. Weil ich würde es jetzt einfach mal. Soll ich das zweistöckig machen, also dass unten drunter Diorit oder sowas ist? Weil ich meine, für was verwende ich denn diesen ganzen Diorit und Andesit und das Zeug sonst? Weil riesengroßes Haus werde ich ja kaum bauen. Nochmal den ganzen Andesit mitgenommen. Der sollte eigentlich reichen. Falls der nicht reicht, dann ist schon irgendwie sad dann.
Und ja, zum Bauen darf ich natürlich unser allerheiligstes Mittel in allen Projekten, die sowas in die Richtung machen, unseren Wassereimer natürlich nicht vergessen. Wenn das Wasser jetzt weggeht, ist halt scheiße. Gut, kleine Timelapse, während ich das Zeug hier baue. Okay, Leute, und jetzt legendärer Moment. Erstes Samenkorn wird gesetzt in Minecraft OneBlock. Das ist ein toller Progress. Und für euch, liebe Freunde, Kollegen und Kolleginnen, ihr könnt euch später über etwas Futter freuen. Und ich mich auch über Futter. Ja, okay, Leute. Und in diesem Sinne war es das mit dem Video. Weiß nicht, wie lange es geworden ist. Hoffentlich nicht allzu lang. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Sykeskin.